Wenn Tomaten Früchte sind, ist Ketchup Marmelade? Oh nein, das, da gibt's noch mehrere davon. Ey, kennst du den? Kennst du den? Ja! Kai, die Klammer aus Word. Ehrenmann. Der Typ ist halt auch so ein Meme. Ja, also wir waren ja mal den Schlümpfen. Ich hab die einfach mal geguckt und so. Ich feier die ja so. Warte mal, hab ich früher, da einen? Du kennst ja Vater Abraham. Sagt mal, von wo kommt ihr denn da her? Ausschlupphausen, bitte! Bitte? Ich glaube, ich mein Vater gesagt, es gab die wirklich, die Schlümpfe und so. Ich hatte Angst. Ich hatte dann Angst gehabt. Sag ich, nein, bitte nicht. Ja, diese mit der Maus kennt man. Es war einmal das Leben. Kenne ich nicht. Alice im Wunderland, ja, so bezeichne ich auch gerne LSD. Was ist das Sprite? Ja. Sieht aus wie Line. Die Biene Maya damals. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Also Alter! Gott! Wie ist der nochmal? Karel Gott! Nur Karel Gott hat das Recht, dieses Lied zu singen. Scheiß auf Helene Fischer, Alter, für die Neuauflage der Serie. Ist so, Alter. Die junge Karel Gott ist so ein Bro, Alter. Der hat sogar mit Bushido, sogar für Bushido was gesungen. Ja. Und dann beim Live-Auftritt im ISS-Dome, wo Karel Gott mit dabei war. Bushido von sich aus, das war ja nicht einmal geplant, ne? Wollt ihr, dass Herr Gott für uns die Biene Maya singt? Und der ganze ISS-Dome getobt. Was, wenn nur die Aufkleber in China gemacht wären? Calimero. Hm? Calimero mit Sombrero, oder? Ne. Oh. Nein! Und weiter. Lucky Luke, den kennst du doch auch, ne? Ja, natürlich. Der Typ, der schießt schneller als seinen Schatten. Perverse sagen was anderes. Die machen was anderes als seinen Schatten. Na egal. Captain Future kenne ich nicht. Als die Tiere den Wald verließen, nein. Alvin und die Chipmunks geguckt, kenne ich aber. So. Der ja. Löwenzahn, da ist das Bild von Peter lustig und das eine da, wo die da auf die Vase gucken, wenn man das editiert hat, das mit der Vase, wo die da rauchen. Nein. Ah. So, Heidi, natürlich. Aber die alte Serie. Ja. Blinky Bill. Bobo. Nein! Es gibt einfach eine Sendung, die heißt Dennis. Schon wieder, Alter. So, hier sind wir wieder. Und wir reden noch. Uppalalalala. Wenn dieser Satz falsch ist, ist er dann richtig. Alter, wenn ich hier runterfalle wegen dir. Piss dich, Alter. Okay, das Beste, was du hier machen kannst, ist, ach so, so wie man das hier machen muss. Ja, das weiß ich ja noch. Oh, Gameboy, VHS. Hat hier Bro Dude seine Kindheit verarbeitet, oder was? Oh, VHS-Kassetten, genau, sowas habe ich noch. Ja, wir auch. Zum Beispiel von damals, mein Papa hat die Geburt nicht gefilmt, jetzt zu der Geburt an sich, aber auf der ich geboren wurde und so alles, ich glaube die ersten 3 Jahre. Warte mal, so. Wenn Mayonnaise kein Instrument ist, was ist es dann? Genau, was ist es? Ja, ist auch ein gutes Thema zum Diskutieren, also Mayonnaise ist Mayonnaise einfach, würde ich sagen, okay. Mayonnaise ist alles außer ein Instrument. Ist Mayonnaise alive? Oder alive? I've baked a mayonnaise for you. Dear Mario, please come to the castle.
I've made the mayonnaise for you. Hast du lieb mit Zestos? Ah, Luigi! Ja, und deshalb so. würde ich aber auch sagen, ich weiß nicht, es ist, Mario Sunshine sieht für mich ein bisschen kompliziert aus, also. Ja, ich hab's nicht, auch... Ich hab's noch nicht gespielt, also. Ich hab's auch noch nicht zu 100%, von daher sind halt diese scheiß Blamünzen. Ich hab's auch gar nicht gespielt, also ich fand, ich hab das ja das Beste auf. Wenn da Spiel. Wenn es ein Alphabet gibt, sollte es da nicht auch ein Beta-Beat geben. Bro, Dude, lösch dich ja, einfach. Gamma-Beat. Data-Beat. Eta-Beat. Nee, Epsilon-Beat war das nächste. Ach Bro, Dude. Bro, Dude, lass es doch einfach, du Hurensohn. Hat das nicht auch was mit Griechisch zu tun? Griechische Buchstaben. No, ja, da kennst du dich bestimmt mit aus. Was würde Mario sagen? Fick dich, Kratos! Stirb, du scheiß Grieche! Tut mir leid. So brachiale Sprache habe ich dann nun auch wieder nicht gelernt. So, schau hier, hier ist die Windows-Flagge. Din, 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 din. Dung, ding, 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 ding. Warte mal. Ring! Jo. Ich glaube, ich muss gleich kurz weg, dann können wir ja kurz Aufnahmepause machen. Digga, ich glaube, ich habe eine rote Münze übersehen. Wenn du vor einem Spiegel siehst und siehst die Reflexion, oder ist die Reflexion... Siehst du dann die Reflexion an, oder sieht die Reflexion dich an? Wir wollen gleich nochmal kurz wegfahren, deshalb, und danach können wir ruhig weitermachen, wenn du magst. Digga, ich habe eine rote Münze vergessen, irgendwo. Dann ja, mach mal den Kurs halt nochmal. Also, ich bleib hier im Call, aber ich komme dann irgendwann wieder. Okay, ich bin hier schon mal wieder unten. Ich suche einfach mal. Was, ich bin nicht gestorben? Bis in 10, 20, 30 Minuten oder was? Eventuell. Und ich suche hier mal den Kurs weiter ab. Gefunden! Hops! So, und dann gehe ich nochmal schnell hoch. Den Aufweger speichere ich aber nochmal. Und schnapp den Stern. Gut, Fabi ist weg. Das heißt, ich muss allein weitermachen. So. Simple Flips Motors. Ach du Scheiße. Epic Flame Oil. Oki Wheels. Oh, du bist es. Kannst du deine Zeit in Zukunft. Also, warte. Mit meinem Zukunftssich verbringen? Er sollte so gut wie überall sein. Nein? Was willst du? Nun, natürlich weiß ich, wo der Timer Rock ist. Er ist, er bereitet Zeug vor, von dem du nichts wissen brauchst. Spring einfach runter in diese Wolken und so weiter in den Viper Waveland und hör auf mich damit. Okay. Okay, ein Race. Ich hoffe einfach mal, vergisst seine Route nicht. Ach Gott, das war jetzt so eine beschissene Stelle. Ups. Das kann ich jetzt sowas von vergessen. Was steht da? Lakitu Cam und... Okay. Ich springe hier einfach mal runter. Ja. So viel dazu, Cooper. So, auf ein neues. Go. Go, go, go for it. Go. Das kann doch nicht sein, Mensch.
Und ab dafür, komm. Warum habe ich gerade so halb abwesend auf Nein geswitcht? Ups. AG Runs. Ah, diese ganze geile Werbung. Edgy Badge, ich werde gewinnen. Alejandro's Rise. Master R's Cars. Ah, Sir Ruben hat hier eine Referenz mit seinem alten Kanal. Ui, das war aber eine knappe Kiste. Nun, dann nimm diesen Stern. Ich werde das Portal aktivieren und so weiter und so fort im Castle. Und es bringt dich dann dorthin, wo der Timer Rock ist. Geil. Stern 64. Hier gehen wir. Du hast einen Bonuis-Stern. Ui, die Türen, die sind ja hier nur aufgemalt. Hey, du! Du bist aber echt. So, du willst uns verlassen? Nun dann, viel Glück, Timer Rock da draußen zu finden. Nun, wusstest du, dass da ein paar blöde Leute sind, dass To the Moon oder sowas ein sogenanntes Star Revenge ist? Die Leute können so lustig sein, wenn sie darüber denken, dass unfertige und gestrichene Projekt hat irgendeine Relevanz. Night of Troll ist besser, wie auch immer. Hm, sagte er und brachte als nächstes Star Revenge 2 Akt 1 To the Moon raus. So. Dann geht es hier nochmal 8 Rote zu sammeln. Und ich meine, hier war, glaube ich, noch irgendwo an dem Ding ein Schild. Na egal. 5. 4. Entschuldigung. 5. Und die 6. Da ist ein Toad. 7. Da ist ein Schild. Hey. Credits, Star Revenge 5, Neo Blue Realm, Bro Dude, Nintendo, Frauba, Pilzinse 64, Skelux, Musik in der TXT, Level Texturen, Bro Dude und SMW Central, Enemy hat Texturen von Bro Dude. Mehr Object Pads, Case, Custom Objects, Bro Dude und Pilzinse 64, Beta Testing, Mario Crash 64, vielen Dank, Pilzinse 64, Twitch, Progress Stream Viewers, nicht selber für Understanding, Blender UV Mapping, finally. Jo. Oh, da ist ein Bob-Omb. Den hätte ich um ein Haar übersehen. Hey, du. Oh, hey, Mario. Wusstest du, dass ich... Oh, hey, Mario. Gerade von der blauen Realm zurückgekommen, oder? Mein Bruder lebt hier. Er ist so sneaky and try things to... Und versucht, alle Geheimnisse herauszufinden. Er schrieb mir einen Brief und sagte, hey, ich habe diese... versteckte... Rutsche in einer Toilette gefunden, lol. Wenn du willst, besuch mich doch. Ich warte am Ende vom roten Wasser. Er ist ein netter Typ. Nun, tschüss, denke ich. Jo, ich denke auch tschüss. Nicht ohne diesen Stern einzusammeln. Und wir speichern und dann würde ich sagen... Hier noch... Das Spiel hat sich geschlossen. Geil. Und ich habe ein Schild übersehen. Wisst ihr was? Da...
mache ich das mal ganz kurz wie folgt. Ich werde da nochmal schnell hingehen. Allerdings werde ich da einen Cheat benutzen, um das Ganze schneller vonstatten zu bringen. Den suche ich mir schnell heraus und dann sehen wir uns gleich, wenn es soweit ist.